Outfit. Wer soll man denn anfangen? Ja, du bist das doch eher gewohnt. Guten Morgen an einem wunderschönen Sommertag. Gell? Also es ist wirklich heute total super. Es ist der Ulrich bei mir, gell? Mit seiner Frau. Wir machen natürlich wieder eine schöne Pfeife. Die DSGVO haben wir abgeklärt, gell? Ganz wichtig. Und jetzt schauen wir, was er sich denn so vorstellt. Du hast eine Pfeife gefunden, formmäßig, was du vorstellst und in was für Richtung geht das nachher? Ja, ich würde mir jetzt hier vorstellen, so eine, ich weiß, wie nennt man das hier, so eine Tulpenform. So, aha, okay, ja, eine Tulpenform. Schon gut beschrieben. Okay, also, Ulrich möchte gerne so eine schöne Tulpenform. Okay? Und das Tolle habe ich ihm gerade jetzt erklärt, das ist, man hat da natürlich die schönste Aussicht auf eine tolle Maserung, weil sich das einfach anbietet, gell? Weil diese Stücke sind immer meistens so und die Maserung läuft von außen nach innen so sternförmig. Jetzt hat man da meistens wirklich eine schöne Form. Und wenn man jetzt da mit dem gehen, da kann man von der Länge noch variieren, wie du da denkst, wie lang das sein kann. Ja. Weil theoretisch kannst du es natürlich so lang auch lassen. Wenn man fast zu lang. Ja, aber ja. Gell, wenn man es jetzt so abkürzt, gell, so, ja. Nachher ist es so in der Dimension, das wird angepasst, Sattel ja. Eine, weißt du? Okay, ich kriege jetzt immer darauf an, wenn ich das da weiter ausnehme, nachher wirkt sie höher, gell, aber wenn wir sagen, man schaut, dass man möglichst viel erhaltet von dem, dann darf die möglichst viel dran lassen. Wir müssen schauen, dass wir die Bohrung schön zusammenführen. Ja? Das heißt, wir werden jetzt da schauen, dass wir das da so in die Rauchkammer machen und das unten fällt ja dann nicht. Und dass wir da halt nur Fleisch haben, aber zum Einspannen muss. Es schaut einmal vom Holz her, das ich sehe, gell? Das schaut jetzt gar nicht so schlecht aus. Gell? Na, das nennt man ja Drechseln, ne? Ja, ja. Da habe ich meine Schreinerkollegen gefragt, nicht ob die mir aber drechseln können, ja. Generell. Das ist ja nicht ganz ungefährlich, oder? Ja, jein. Also du könntest mir jetzt nicht so ein Ding in die Hand geben und sagen, probier du mal. Ja, da, mir so als Ausbildner war schon, mir so falls anfangen, da darf ich da jetzt zuerst so ein Stück weiches ich Holz. Ich würde das auch nicht trauen. Nein, weiches Holz wäre, das kannst du schon. Und sobald man weiß, wie man tut, da fängt man an und du kriegst dann ein Gefühl. Dann sind wir schon wieder nach, sag ich mal, 10 Stunden weichem Holz gerade drechseln, vielleicht einmal probieren, ein bisschen so wieder Farben einbringen. Nachher hast du ein Gefühl für die Maschine und weißt, aha, so und so und so. Ja? Und dann geht's los. Aber ich denke mal so. Ist bei den 10.000 Stunden und nach 10.000 Stunden kannst du. Also von der Verletzungsgefahr her auch. Ja, die haben wir schon oft da natürlich. Ach, denke ich. Irgendwas angehaut und so. Ja. Also die Kollegen haben alle gesagt, lass die Finger davon. Ja, nein, man muss sich halt interessieren. Hast du immer die Frauen drin so reden? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Männer. Oder was? Drahtschweiber. Ja, genau, es sind die Männer, die Ja, ich glaube, dass das nicht schlecht wird. Und da muss man sich halt jetzt bemühen, dann so quasi an der Schleifscheibe nachher bisschen. Und dann allerdings, ob das nur weggeht. So. Also da haben wir unten noch genug Fleisch. Der Zugloch, wo der nachher schön unter dem Boden sitzt, bestimmt die Tiefe, wo du reingehst jetzt. Also, Ja, so ungefähr. Also ich muss schauen, dass ich da natürlich nicht rauskomme. Gell? Das heißt, hinten habe ich jetzt nachher die 10 mm, 11 mm Bohrung für den Filter. Und da muss ich halt schauen, dass ich da so quasi nicht durchkomme. Das war schon passiert. Weil so leicht gebogene oder gerade geht es natürlich besser, weil da hast du gerade und gerade. Aber sobald sie mehr gebogen ist, so ganz schwierig sind so ganz starke Hänger, weil da hast du natürlich dann eine Bohrung, die so schief drinnen steht. Mhm. Ja? Und da musst du halt schauen, dass bei dieser Holmenverjüngung da zum Kopf hin, dass da halt gut durchkommst. Ja, das ist gut. Weißt du, ich schleife sie jetzt mal aus. Ja? Also das kommt noch einmal so ein Millimeter weg von der Tiefen. Vielleicht noch eine Spur, kommt noch so
Und tue ich mich leichter da vom Boden her. Und die haben unten aber dann sicher noch einen guten Zentimeter Holz. Das ist wichtig. Ja, wenn man wascht, ist auf der sicheren Seite. Das ist schön. Die Jahrhundertpfeife. Der muss jetzt verlegen am Hals. Und das sollte halt gut oben sitzen. Dann tue ich mich erstens leichter. Weißt du, der Abschluss hinten beim Holz, wenn man es je heller man es lassen, desto schwieriger ist es, wenn du jetzt einen Silberring drauf hast, dass das so schmieren anfängt und polieren. Ring fertig. Schön. Und eben da dazwischen, jetzt kommt es halt drauf an, macht man ein bisschen dünner, weißt du, also ein bisschen dünner weiter, weil ich muss das noch abstechen. Da tue ich halt einfach so, weißt du, da suche ich mir jetzt da wirklich diesen Punkt genau. Gell? Das heißt, da muss ich hin. Also das ist. Und dann tue ich eigentlich nur das virtuell verlängern. Weißt, gell? Also ich sehe das einfach, aha, so muss ich einbauen. Mhm. Und das passt dann. Passt. Meistens. Gell? Wenn man vorkommt, dass es nicht passt, aber meistens passt es. Und jetzt haben wir an und für sich schon in der Mitte drinnen. Ganz exakt. Ja, so, also da. Das ist, ja. Ja, aber wie gesagt, das ist eine reine Erfahrung. Weißt, das hat nichts mit Kunst zu tun oder sowas, sondern da baust du eben fünfmal oben und fünfmal seitlich und irgendwann merkst du, also passiert mir auch heute, dass so auf einmal mit ganz in der Mitte bin, gell, so ein bisschen auf der Seite. Aber das kann man alles verschmerzen. Gell? Das zum Beispiel nur dünner zu machen, gell, weil du siehst dann einfach, wo du umgehst. Und da sind wir ja auch relativ weit herinnen, gell, weil jetzt der Seite habe ich es angezeichnet. Mhm. Das heißt, ich habe auch da jetzt, weiß ich, wie viel Spiel ich da habe. Mhm. Weil wir nehmen das ja unten so weg und dann kannst du da so ein bisschen hintasten, dass das unten nicht zu dünn ist, dass man einfach weiß, aha, da passiert nichts. Gell. Was ich sehe vom Inhalt her, schau, jetzt hast du es besser vor Augen. Gell. Das auch zu stopfen, glaube ich, fein, gell, dass es nicht zu eng ist, weißt du, dass du mit dem Mikro so gut reinkommst. Und das ist das Wichtige. Da brauchst du jetzt da gar nicht viel schleifen, das macht noch lieber ich. In Dings im Ring werden wir auch gleich aufkleben, weil ich habe das gehalten da. Und das heißt jetzt da herunten, geht es jetzt drum, dass du jetzt da so quasi unten da das einmal da eine schöne Form einbringst und das machst du jetzt mit dem Bandschleifen. Ja. Und schaust nur, dass es glatt ist. Und da herinnen, das macht noch ich, weil da habe ich einfach mehr Gefühl schon dafür. Und hier diese Flanken, hier diese Seiten? Auch. Das da auch. Durchschauen. Okay. Also ein bisschen, gell, einfach einmal glatt machen. Jetzt können wir den Nummer drauf. Guck's. Jetzt ist er weg. Also, ja. Weil dann können wir auch da oben. Also, wie lang machst du das jetzt? Gell? Also wir haben jetzt von der Form her nähern wir uns ja schon an. Gell? Du kannst jetzt da beim Sattel natürlich das sehr lang ausziehen und das hinten zum Beispiel kürzer machen. Du kannst sie gleich lang machen. Ja. Weißt, also so wird mir jetzt. Du kannst das auch jetzt zum Beispiel einfach unten nur so durchgehen lassen. Gell? Mhm. Mir würde jetzt gut gefallen, das so hier oben und dann unten so etwas länger gehen lassen. Also, dass man keine Symmetrie da reinbekommt. Also, dass es so hast. Ja, genau. Also, da so und dann und das da so. Ja. Okay. So würde es mir gut gefallen. Okay. Dann tun wir das da. Es gibt den, wie gesagt, 1000 Möglichkeiten. Aber die finde ich jetzt ganz gut. Ja, weil man kann da auch zum Beispiel, theoretisch kannst du mal jetzt auch da, das da hergehen, zum Beispiel verjüngen, das fällt mir jetzt gleich so ein, dass das wirklich unten ausschaut, dass wenn das weiter unten rausgeht und da sogar noch so eine Fläche hast nach hinein. Weißt, also nicht parallel lasch, gell, sondern sagst, okay, du schleifst jetzt da so quasi von da unten außer das da noch so ein bisschen ein. Weißt du, also, gell, ja. Es gibt 100.000 Möglichkeiten. Also ich halt die Pfeife wirklich immer mit zwei Händen. Also nicht so, das geht vielleicht auch, aber ist nicht gut. Also du musst das Werkstück gut halten. Und dann ist es so also eine Mischung zwischen
hindrücken und herziehen. Ja? Und ich habe immer meistens zwei Finger hinten und tue es da einfach mit Bewegung. Deshalb bin hindrücken und deshalb bin hin und bewegt es und muss einmal schauen, dass du das Bleibstück beherrschst. Ja. Die Steifpunkt dich. Ja? Und da schaust du jetzt einfach, dass du da so. Also jetzt mal hier diese Kanten. Genau, die Kanten einfach da, weil so drüber schleifen. Ja. Also, und hier war öfters und nicht so fest drücken. Okay. Da kennst du schon mal. Probier schon mal. Ja. Was sehen wir das? Ja genau, siehst du, das ist ja ganz gut. Und es geht schon was weg. Also man merkt, ja, das merkt schon auch gleich, das wundert man mal. Man muss gleich schauen, die Kante oben drauf man nimmt die Abnurrung, ja, ja. Dann schnell mal was weg tun. Also du kannst auch von alle Seiten und wichtig ist immer, dass man es immer anschaut. Okay. Überall immer, dass man nicht unsymmetrisch wird. Ja. Aber das dann durch einfach probieren, was das soll. Ja, genau. Aber wie gesagt, immer beachten, dass das Band unten ja weiterläuft, gell? Also dass du nicht irgendwo einschleifst, was du nicht willst. Gell? Ja. Aber sonst tust du das, so machst du das schon, das passt schon. Immer wieder schauen und alles gut. Ulrich, jetzt vor der Jause, was sagst du jetzt? Jetzt sind wir dann eigentlich doch schon weit, gell? Ja, sehr weit. Ja, ich war heute Morgen total gespannt, wie das Ganze werden wird. Ja. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Aha, ich sage, es fällt mir sehr gut. Und von der Form her nähern wir uns so an, wie du das vorstellst? Absolut, genau, so habe ich es mir vorgestellt. Ja. Gell, jetzt da hinten, da müssen wir halt jetzt noch schauen beim Mundstück, gell, wie schmal wir das machen oder was wir da noch tun. Gell. Ja. Dass es ja ein bisschen individuell ausschaut, aber Holz haben wir sehr viel Glück, gell? Das kann man jetzt schon sagen. Wir haben keine Fehler drin im Holz. Ja. Sieht gut aus. Wirklich schönes Wetter, schönes Holz, passt. Ja. Gell, gut. Ja, so, glaube ich, schafft das jetzt vielleicht auch sauber, dann muss ich den Boden schneiden. Das ist aber jetzt auch Acryl. Das ist auch Acryl, ja. Okay. Und da braucht es nur so einen ganz einen leichten Schwung, weißt du? Okay, da braucht es nicht viel, weil das geht ja immer so. Ja. Ich gehe da so gerade nach dem, weißt, dass es oben zusammenpasst. Gell? Man sieht es jetzt vielleicht mit den Fetzen. Gell? Ich glaube, so gell? Mehr ja. Braucht es dann nicht. Nein, gell? Und das wird eine tolle Sache. Und das braucht hinten auch jetzt nicht viel dünner sein, finde ich, weil die Pfeife selber ist doch dann schon mächtig. Gell? Die ist jetzt nicht so ein ganzer Zartele. Ist ja kein zartes Stück. So. So viel ich. Schon ein bisschen griffiger. Ja, so, ja, ich finde sie genial. Einfach, du brauchst da, das Mundstück brauchst du gar nicht drüber tun und innen drinnen brauchst du auch nichts. Ja? Hatte ich jetzt gar nicht, sondern einfach eintauchen, ein bisschen abstreifen und wenn du es hinten haltest, weißt du nicht voll, dann gehst du. Ja? Einmal dünn drüber. Halke filmt, einmal dünn drüber und auch oben bei der Naturkante. Ja? Auch drauf. Genau. Das ist nicht schön. Ja, sagst du? Ja, man sieht es jetzt schon, dass die Zeit noch ein bisschen mehr aufkommt. Und eben, wenn man jetzt drüber schleift, dann siehst du jeden noch so kleine, einen kleinen Strich oder so. Da hast du noch so einen Tipp, genau. Da, genau, jetzt ist es. Jetzt heißt es. Jeder eventuelle Dienst ist das. Bitte schön. 600 ist gut. Da tust du jetzt einfach, schreib das Stellstück so her, ich tue schon immer wieder sowas drauf, kannst du da herlegen oder halten und dann schaust du, du brauchst nicht sehr fest drücken und wenn es so also schmieren anfängt, das tut nichts, weil das tun wir dann weg. Ja, also das ist kein Fehler, aber du musst überall, so wie jetzt einmal einfach mindestens 10 Mal tun. Ja.
Die kommen schnell. So. Okay. So, so wie das, da tust du, kannst du das Mundstück aber tun, du musst gleich aufpassen, dass du über die Kanten hier drüber schleifst, oder schleifst, wenn das wird. Also da. Du musst das mit überall schauen. Ich meine, ich tue noch einmal drüber, aber halt schauen, dass du überall hinkommst. Und wenn du das Gefühl hast, so, musst du ein bisschen weiter fallen. Und das Einzige, was man nicht tust, das habe ich vergessen, beim Silber tust man nicht drüber, mit der Scheibe. Ja. Das nicht, ja, also nur das ist nicht ganz so schwierig. Du einfach nur das Holz. Und jetzt mach mal. Ja, du machst das sehr gut. Gell? Ja. Angelernt. Oh. Das Fernsehteam. Ein Meister gehabt. Ulrich, was sagst du? Jetzt sind wir fertig, gell? Ja, nach einem langen Tag sind wir endlich fertig und meine Erwartungen wurden also bei weitem übertroffen. Das ist das sehr schöne Pfeife. Das höre ich gerne. Wird meine Lieblingspfeife werden. Ja, das hoffe ich. Nein, ich glaube, sie wird auch gut rauchen. Gell? Man sieht es jetzt dann eh noch im Bild und mit Film. Also es ist wirklich ein schönes Stück geworden. Gell? Super, vielen Dank. Ein unvergesslicher Tag bei der Familie Lorenz, muss ich sagen. Danke. Gell? Mehr gibt es gar nicht zum Sagen. Es hat uns sehr gefreut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. In the